Rohstoffe. Materie definiert man als den Aggregatzustand, Erscheinungsform, der Energie, der den Raum nimmt. Wie chemische Elemente entstehen, weiß ich nicht, und ich darf mich nicht den Lernbüchern der Chemie oder Astrophysik oder den Büchern über die Entstehung des Universums verlassen. Erstens und hauptsächlich für mich ist, dass diese schöne Erde alle 92 Elemente des Mendelejew-Periodensystems der Elemente hat. Zweitens, wäre der Urknall, Big Bang, eine Realität, würde er zweifellos erklärt worden, so dass niemand an ihn glauben müssen würde, sondern würden wir ihn als Tatsache haben. Glaube ich selbst auf den Urknall, dann würde ich mir einen solchen Vorwand halten, sei Kosmos kleineres Volumen, als er ist, uns würde wesentlich wärmer und wärmer werden, da die Sterne ständig Wärme emittieren. Deswegen Kosmos dehnt sich aus. Wenn dem Kosmos einmal kalt gewesen sein werde, er wird sich zusammenziehen beginnen, räumlich kleiner werden und nichts, das sowieso ohne Attribute ist, wird sich vergrößern. Da Energie unausrottbar ist, all wird zum Anfang. Scherz beiseite, weder es Big Bang je zuvor gab, noch wird es jemals geben. Zellen des Kosmos sind Galaxien. Abstände zwischen ihnen sind anscheinend zunehmende, aber in ihnen ändert es nichts, außer wenn ein Körper durch Explosion einen anderen von eigener Bahnlinie woanders wirft. Wenn etwas in einer Galaxie explodiert, dann seine Teile ausbreiten sich geradlinig vom Zentrum der Explosion, aber innerhalb jeder Galaxie sind Bewegungen der Sterne, Nebel und Planeten kreisförmig, genau gesagt spiralförmig. So gibt es den Grund, nächstens auszusagen. Raum existiert überhaupt nicht als etwas Erfahrbares, aber um uns einigermaßen die Welt zu klären, wir brauchen die Vorstellung des Raums und betrachten ihn als etwas a priori existierend, was konkret bedeutet, außer jegliche Möglichkeit ihn zu erfahren, denn es ihn nicht gibt. So hat der Herr aus Königsberg den Raum in diesem Sinne als a priori Faktor unserer Existenz betrachtet. Und er fand, es sei vernünftig, den Raum so zu betrachten. Wenn alles wirklich in einen schweren Ball einstürzen würde, so wie es vor dem ausgedachten Urknall quasi war, dann würden wir sehen, dass der Ball in einem Nichts liegt, das den Raum wirklich nicht gibt, sondern dass vor dem hypothetischen Einsturz nur die Abstände gelben. Herr aus Königsberg sagte das Gleiche über die Zeit, als physikalischen Faktor unserer Existenz, es gibt nur die Bewegungen, dort und dann wo und wann sie gibt. Nach der Bewegung eines bestimmten vergleichen wir die Bewegung des anderen, oder den Stillstand dieses und jenes nach Bewegung irgendwelches. Im Grunde genommen, was zu erfahren nicht möglich ist, muss zuerst als nicht erfahrbar erfahren werden. Also, alles ist a posteriori, sowohl es welches wir als erfahrbar als auch es welches wir als nicht erfahrbar erkennen. Wissen, dass etwas unmöglich zu erfahren ist, ist vermitteltes Wissen. Zuerst erfahren wir alles, was als Erfahrenes zu haben möglich ist, dann, als schon erfahrene Menschen, kommen wir zu den Kenntnissen, zu Erfahrungen, dass es etwas, was nicht erfahrbar ist, gibt. Etwas als a priori zu betrachten bedeutet, etwas vor Erfahrung in eigenem Kopf zu halten, dann behandeln wir es weiter, als ob es so ist, wie es uns scheint, dass es ist, beziehungsweise wie wir uns einbilden, dass es ist, obwohl es keine Gewissheit gibt, dass es überhaupt existiert. A priori gibt es nur den Kuhhäuter, der Hündin, des Schweins. Weil das Kalb, Papi, Ferkel, vor jeder Erfahrung sofort auf die Brust geht. Aber, das ist Instinkt, das Wissen, das die Gattung hat,
das durch Erfahrung der früheren Generationen im genetischen Code der Gattung gespeichert worden ist und auf das Nachwuchs übertragen wird. Dinge an sich existieren leicht ohne die Dinge, die es nicht gibt. Raum und Zeit benötigt sich die Vernunft, die sich nicht unter den Dingen an sich, als Körper zu Körpern und Ereignisse zu Ereignissen, bequem befindet. Nicht erfahrbare Gegenstände des Denkens sind Zeit als physikalischer Begriff, Raum als physikalischer Begriff, Gott als allmächtiger, barmherziger Schöpfer, Teufel als Deckung für alles, was dem Gott nicht zusteht, Seele als Entität des Glaubens in Reinkarnation, Geist als Personifikation des Nicht-Körperlichen. So kommen wir zur Schlusslösung, dass nicht mal das Nichts a priori betrachtet werden darf, obwohl das Nichts als konstitutives Element des Universums gilt. Nichts, durch was unser Kosmos sich dreht. Menge der Materie und Menge der Ideen. Das Nichts scheint uns als unwichtig. Jedoch, wissen wir, was alles dem Nichts gehört, gehen wir leichter mit ihm um. Stille als Abwesenheit von allem, was uns hörbar ist. Ruhe als Abwesenheit jeglicher Bewegung, jeglicher Änderungen. In der Welt der Materie gibt es keine absolute Ruhe, und in der Welt der Ideen gibt es keine Bewegung. Erholung als Abwesenheit der Anstrengung. Finsternis als Abwesenheit des Lichtes. Gäbe es leistungsfähiges Gehirn im Kosmos oder nicht, Ideen existieren, als alle Konstanten in Mathematik und Physik, als ein Pi, gleich für Pythagora wie für einen Indio in Amazonas, als eine Idee von der Unsterblichkeit. Alle existieren gleich für einen Menschen wie für einen Hund, also, unabhängig von dem, wer sie intellektuell erreicht. Die Idee der unendlichen Substanz, Gott, als eine Idee, die nur von dem Vollkommenen, Gott, dem Unvollkommenen, Menschen, gegeben sein kann, was die Existenz Gottes beweist, ist das Elend der spekulativen Vernunft. Wo befinden sich die Ideen? Nirgendwo. Wo befanden sich schöne Melodien der klassischen und Popmusik? In Menge der Möglichkeiten. Wahr, Pensiero ist eine mächtige Idee, als die Vorstellung eines vollkommenen Wesens. Weder Materie ohne eigenes Erreichen der Welt der Ideen verfällt, noch die Ideen verfallen, wenn Materie roh bleibt und die Welt der Ideen nicht erreicht. Nichts verfällt sowieso nie.